In Wahlkampfzeiten säumen Infostände die Straßen- und Fußgängerzone. Man kann als Fußgänger kaum in die Stadt gehen und denkt sich vielleicht auch, oh, schon wieder. Und deswegen habe ich jetzt Ina Enseroth eingeladen, Kommunikationstrainerin und Infostandexpertin, die den Leuten, die hinter dem Stand sind, gerne erklärt, wie man das viel besser macht. Und da freue ich mich auf ein paar echt gute Tipps. Hallo Ina. Hallo Maria Christina. Infostände in der Innenstadt werden ja oft gemacht, um einfach nur dabei zu sein. Da steht Partei A, B, C in der langen Reihe und alle sagen, ja, wir müssen da sein, denn wenn wir nicht da sind, dann sieht man das sofort. Ist das wirklich die einzige Motivation, sich da hinzustellen? Es ist halt Standard tatsächlich und das würde ich auch unterstreichen, nicht dazustehen ist keine gute Idee. Wie viel Wirksamkeit es bringt, dazustehen, kann ich gar nicht beziffern. Ich würde es ein bisschen anders machen. Ich würde mir die Zielgruppen genau angucken und überlegen, wen möchte ich denn genau ansprechen mit meinem Infostand und dann mal überlegen, wo finde ich die Menschen. Wenn zum Beispiel mein Thema Kultur ist, mit dem ich auf die Straße gehe, dann stelle ich mich vielleicht auch mal abends gerne auf den Weg zwischen Parkplatz und Theater. Wenn mein Thema ÖPNV ist, dann kann ich auch mal auf einem Park-and-Ride-Parkplatz stehen und dann genau auch mit dem Infostand an den Orten sein, wo ich auf meine Zielgruppe treffe. Wenn ich jetzt da bin, wo die Zielgruppe ist, dann packe ich meine Kisten aus und da sind ganz viele Broschüren und Flyer und andere Druckerzeugnisse drin und abends freue ich mich, wenn die Kisten leer sind. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, oder? So messen viele Erfolg von Infostand. Wir sind alle Broschüren losgeworden. Ich glaube nicht, dass das der Maßstab von Erfolg ist, denn wenn wir es uns mal genauer angucken, dann nehmen die meisten Bürger ja vielleicht die Prospekte auch nur mit, damit sie nicht auch noch ins Gespräch müssen. Deswegen würde ich mir spezifischere Ziele und auch messbare Ziele wünschen für so einen Infostand, wie zum Beispiel 2 neue Mitglieder zu gewinnen oder aber vielleicht 8 Kontaktadressen von Interessenten oder 3 Kontakte von Fachexperten. Das ist messbar. Damit kann ich auch meine Standmitglieder oder deine Standbesetzung immer wieder motivieren und weiß am Abend, ob ich erfolgreich gewesen bin. Und es sorgt zusätzlich noch dafür, dass ich immer wieder in den Dialog gehe. Und wenn ich jetzt in dem Dialog bin, wie gehe ich am besten auf Leute zu, wenn die da vorbeigehen? Kann ich die noch irgendwie dazu bringen, wirklich stehen zu bleiben und sich mit meinen Themen und Anliegen zu beschäftigen? Na, mit diesem durchdachten und auch an einem Leitthema orientierten Standkonzept in jedem Fall sorge ich dafür, dass die Leute zum Stand kommen und ich ihnen nicht mit den Broschüren hinterherlaufen muss. Das ist für mich das A und O. Ich bin kreativ, überlege mir anhand von Themen mein Infostandkonzept. Ich kümmere mich erstmal um die Themen vor Ort oder ich breche bundes- oder landespolitische Themen herunter, europapolitische Themen und habe dann dieses Thema quasi als Leitmotiv für alle Aktionen, die am Stand laufen, für alle Gespräche. Ich habe einen Fachexperten zu diesem Thema am Stand und habe somit ein dialogisches Standkonzept, was auf die Zielgruppe und auf den Bedarf der Zielgruppe zugeschnitten ist. Und in dem Infostandpaket, was du im Kofferraum hast, da weiß ich, wenn ich das hier verraten darf, dass da auch ein Hundenapf drin ist. Warum fährst du den spazieren, auch wenn du gar keinen Hund dabei hast? Na, ich tue Wasser rein und stelle ihn vor den Infostand und bin immer wieder überrascht, welch positive Reaktionen ich von Hundebesitzern bekomme. Probieren Sie das gerne mal aus. Menschen positiv zu überraschen mit Dingen, die sie nicht erwarten, das steigert die Erinnerbarkeit und auch die Einzigartigkeit von Ihrem Infostand. Da gibt es noch so ein paar andere Tricks, wie vielleicht Getränkeausschank. Das ist jetzt nicht so modern, das macht man sowieso schon. Aber versuchen Sie es mal vielleicht in Pfandbechern, die Leute tatsächlich auch am Stand verweilen, wenn sie das trinken. Besorgen Sie sich eine Extragenehmigung, sage ich in Klammern gerne dazu. Das brauchen Sie für Lebensmittel- und Getränkeausschank. Sie können eine Sitzgelegenheit hinstellen für die älteren Personen. Verweildauer ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Sorgen Sie mit kreativen Ideen dafür, dass die Leute eine Verweildauer am Stand haben. Ob das das Aufpumpen der Luftballons ist, tatsächlich am Stand. Alles, was dafür sorgt, dass die Leute etwas bleiben, sorgt auch dafür, dass ich sie in Gespräche bekomme. Verweildauer klingt ja so ein bisschen nach Vertrieb und Infostand hat ja auch was mit Verkaufen von Ideen zu tun. Können wir da aus dem kommerziellen Bereich noch was lernen? Absolut. Also ein Verkaufsgespräch ist es, denn ich verkaufe ja gute Ideen und Programme und da kann ich mir natürlich was abgucken vom Verkaufsgespräch, zum Beispiel die Verteilung der Gesprächsanteile. In einem Verkaufsgespräch spricht der Verkäufer tatsächlich nur 20% und 80% hört dazu. 20-80 ist die goldene Regel für mich, auch für den Infostand. Hören Sie erst mal zu, was Ihren Gesprächspartner bewegt und dann erst können Sie ja punktgenau Lösungen und Anregungen und Ideen platzieren, die für Ihren Gesprächspartner wichtig sind.
Wenn ich am Infostand zuhöre, kann es mir passieren, dass Leute kommen, die nur motzen wollen und sich beschweren und wirklich auf 180 sind und stinkig sind. Was mache ich denn mit denen? Ja, die kommen garantiert und ich muss es auch eben leider aushalten. Ein Infostand ist aber kein Fußballplatz. Es gibt weder Gewinner noch Verlierer, aber es gibt häufig Emotionen am Infostand. Die muss ich zulassen, die Emotionen. Und schön ist, wenn ich Verständnis für die Probleme des Bürgers habe, die aber nicht wegdiskutiere mit Sachargumenten. Das geht eben nicht. Es gibt keine Argumente gegen Emotionen. Zeigen Sie Verständnis, haben Sie ein Ohr dafür und versuchen Sie dann mit dem Bürger Gemeinsamkeiten zu entdecken und mit diesen Gemeinsamkeiten zu arbeiten und dann ins Gespräch zu gehen. Gucken wir uns mal gerade die Leute an, die dann am Stand stehen für die Partei oder für die Organisation. Oft werden da Neumitglieder eingeladen, damit die mal was tun. Ist das richtig? Auch. Ich freue mich, wenn Neumitglieder dabei sind. So lernt man sich kennen und die Neumitglieder haben auch die Möglichkeit, sich schon mal mit der Zielgruppe ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Aber wichtig ist eben auch, alte Hasen dabei zu haben, Fachexperten, für die das Parteiprogramm und auch Namen aus der Partei sicherlich kein Neuland sind. Das schafft für die Neumitglieder, für die jungen Hasen, sage ich, ein bisschen Sicherheit und für die Bürger tatsächlich ja auch eine Möglichkeit, intensive Informationen zu Fachthemen zu bekommen. Ein Infostand ist manchmal so ein internes Kaffeekränzchen, nehme ich wahr. Gute Stimmung ist wichtig, aber bitte nie die Zielgruppe aus dem Auge verlieren. Wenn ich jetzt gucke, wer geht nächsten Samstag zum Infostand meiner Partei oder meiner Organisation, ist es so, dass die Leute jetzt nicht gerade um drei Blocks Schlange stehen, um da hinzugehen. Kann ich da noch ein bisschen nachhelfen mit ein paar Tricks? Ich glaube, ich motiviere auch über das Thema. Die Leute, für die dieses Thema ein Herzthema ist, werden auch motiviert am Stand stehen. Aber ich motiviere natürlich auch über Danke sagen. Das kommt in vielen Fällen ein bisschen kurz. Sagen Sie doch mal Danke im nächsten Newsletter. Nennen Sie Namen, sagen Sie Danke auf der nächsten Mitgliederversammlung oder auf der nächsten Sitzung. So eine Anerkennungskultur schafft eine hohe Motivation und vor allen Dingen auch ein gutes Teamgefühl. Jetzt haben wir eine ganze Menge Punkte gehört, die für den Infostand wichtig sind. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Kreatives Standkonzept, um Thema und Zielgruppe genau zusammenzubringen und genau an den Mann zu bringen. Ganz viel zuhören und wenig selber reden. Auf die Leute zugehen, dialogisch sein, offen sein für das, was da kommt. Erwartungen analysieren und am besten übertreffen und positive Stimmung auch unter den Leuten verbreiten, die da vorbeigehen. Ich denke, das sind ganz wichtige Punkte. Habe ich noch was vergessen? Ich freue mich über Freundlichkeit und auch über Humor. Herzlichen Dank, Ina. Ganz gerne, Maria Christina.